Ich musste ein Doppelsalto machen. Und eigentlich auch nichts Schwieriges. Ich konnte das können. Und wirklich auch mit den Gedanken schon am Wochenende oder eben schon an dieser Party beim Kollegen. Und dann mit dem Kopf in die Matte eingesteckt. Und ja. Dann hat alles gekräuselt und gemerkt, dass nichts mehr geht. Der Christian Händel aus Rickenbach im Kanton Luzern ist seit 13 Jahren im Rollstuhl. Direkt nach dem Unfall kommt der Christian auf Notwil ins Schweizer Paraplegikerzentrum. Wie die meisten Tetraplegiker verbringt er hier seine erste Rehabilitation. Die grösste Herausforderung von eigentlich wieder nichts machen, wieder zurück ins Leben. Möglichst viel selbstständig wieder probieren. Am Anfang ist gar nichts gegangen. Auch noch den Kopf bewegen und gerade noch ein bisschen reden, einen dummen Spruch machen. Aber viel anders ist nicht gegangen, mit den Händen ist nichts gegangen. Und dann war die Herausforderung schon wieder, selber wieder essen, mal ein Bier trinken, wieder selber Rollstuhl fahren. Das war schon am Anfang die grösste Herausforderung. Hey, hallo. Hey. So, wie geht's? Bei seinem Turnunfall auf dem Mini-Trampolin bricht er sich 4 Halswirbel. Seitdem sind seine beiden Beine gelähmt und auch die Arme können er nur eingeschränkt brauchen. Seit seinem Unfall geht er jede Woche in die Physio. 13 Jahre ist es jetzt her, als er genau hier alltägliche Bewegungen wieder lernen musste. Eine der wichtigsten Übungen nach dem Unfall ist der Transfer vom Bett in den Rollstuhl. Man muss natürlich Technik können, wie er es machen muss. Und Vertrauen haben. Und Vertrauen nach vorne. Ja. Führen. Dann kann man auch transferieren. Es war auch wieder so schleichend. Das ist natürlich nicht einfach von heute auf morgen ist das gegangen. Als ich aber das erste Mal das wirklich so alleine konnte, war ich so sehr stolz gewesen. Und ganz ehrlich, gerade für einen Tätowierer, wenn du das selber kannst machen ohne Hilfe, dann das hat extrem viel Freiheit. Schön. Es gibt mir auch viel. Es gibt so, kannst ein bisschen Ziel verfolgen, du kannst wieder gewinnen. Es gibt wieder Lebensqualität, Freude, Motivation. Und das ist wirklich ziemlich viel. Manchmal gibt es mir fast mehr wieder arbeiten. Dann wirklich, da kannst du wirklich dich selber wieder sein und austoben. Und vergiss es manchmal, dass du wieder im Rollstuhl bist. Und hier ein bisschen vorrutschen. Am Anfang hat man hier etwa 2-3 Minuten. Ich habe, bis mir nur vorgerutscht ist und etwa eine halbe Stunde mit einsteigen. Jetzt geht das alles etwas schneller. Jetzt ist das noch ein gäbiger Rollstuhl, den kann man so zusammenlegen. Ja. Und das sind Elektrotüren umbauen, extra. Kann ich es selber so rein tun. Sieht damals noch ein bisschen lustig aus. So kann man einfach hinter den Sitz stellen und versorgt ist er. Und dann bin ich schon parat zum Abfahren. Gut, Türen zu. Im Grossen und Ganzen muss ich sagen, hat es mir einfach geholfen, dass ich es einfach ein bisschen positiv gesagt habe, jetzt kommt es dann schon gut, man probiert, man schaut, was rauskommt. Einfach dir selber auch vielleicht etwas vorgemacht. Aber das war für mich selber persönlich viel besser gewesen, wenn ich sagen, was alles nicht geht.